Hallöchen, ihr Lieben, ich grüße euch hier zu meinem neuen Video und zwar zu einem Rezeptvideo. Zu einem Rezeptvideo von Chosa-Salat oder von der warmen oder kalten Speise, wie wer am besten natürlich mag. Von Chosa ist Glas, besteht aus Glasnudeln, genau, und gehört eigentlich auch zu einem asiatischen Gericht. Ja, und ich habe gedacht, ich nehme euch einfach ein bisschen mit und zeige euch, wie wir es essen, wie wir es schon 1000 Jahre kennen und wie wir es am besten halt machen. Also so lieben wir, in dieser Art lieben wir es am meisten. Ich selber natürlich, also meine Mama auch, meine Eltern lieben natürlich diesen Klassiker, was ich euch auch jetzt zeige. Ich persönlich esse sehr, sehr gern, zu gern Glasnudeln, Salat in verschiedenen Varianten. Das ist für mich komplett egal. Ich liebe es einfach. Ja, und deswegen habt viel Spaß mit dem Video. So, ihr Lieben, wir sind am Ende des Videos und ich bin immer noch im Bad, beziehungsweise wieder. Ich wollte euch einfach hier das Video beenden und einfach auch sagen nochmal, die Portionen sind immer verschieden. Wichtig ist, genug Möhren, Paprika reinzulegen und eben halt alles schön würzen, beliebig. Ich sag euch, beziehungsweise ich schreibe es euch, oder das wird alles in der Beschreibung nochmal sein, aber nur die Portion, Proportionen, die wir machen, so wie wir es essen.
Ihr müsst dann bitte selbstständig das Gericht ändern, beziehungsweise die Mengen, weil wir eine große Familie sind und wir machen davon viel. Und wir haben diesen Eintopf gemacht. Normalerweise machen wir zwei solche Töpfe und es war wirklich so wenig. Wir haben es einfach verputzt. Es war diesmal einfach Explosion pur. Es war fünffach so lecker. Oder wir haben es einfach lange nicht mehr gegessen. Es war so, so lecker und ja, es war schnell weggegessen. Genau. Wichtig ist bei Funchoso, bei diesem asiatischen Dings da, ja, Gericht, ist noch ein Tipp von uns, ein Geheimnisrezept von meiner Mama, der Oma und von meiner Mama selbst. Darf man natürlich nicht verraten. Verraten wir eigentlich auch überhaupt nicht gern, aber dennoch, es schmeckt einfach ohne das gar nicht. Also, wie gesagt, man kann essen, ich esse alles. Aber mit diesem einen Zauberkraut, was auch immer, ist es tausendmal besser. Und zwar ist es dieser Bärlauch. Bärlauch, wir nehmen ein, zwei Tüten. Es wird ja meistens in Tüten, so ein Bund verkauft. Und dann nimmst du ganz normale Paprika. Also wir nehmen immer rot oder gelb. Ne, und tun die Paprika halbieren. Es ist egal, ob normale runde Paprika oder spitze Paprika, ne, dann halbieren. Und man nimmt einige Bundstücke, also einige Stiele von Bärlauch und wickelt das um die Paprika. So, das alles legst du bitte in eine Dose oder in ein Glas. Ist egal, ich habe das momentan in einer Dose. Vorher waren alle Jahre nur im Glas. Ja, und dann legst du das, stapelst es und eine Runde immer mit Salz streuen. Reichlich Salz. Nächste Runde auch mit Salz streuen. Nächste Runde, bis es voll ist. Oder je nachdem, wie viel Menge ihr braucht, das kann bis zu einem Jahr im Kühlschrank stehen. Bei uns zumindest, ich rede von uns, das ist bei uns noch nie kaputt gegangen oder sonstiges, weil es eben mit Salz ist. Mehr nichts. Man muss wirklich kein Wasser, kein Öl, kein sonst irgendwas rein, nur mit Salz streuen. Wir nehmen immer Meersalz, grobkörnig, zumachen, in den Kühlschrank stehen lassen. Immer. Ne? Und dann, wenn man solche Gerichte eben macht, kann man ist dann ne, Salz abstreuen ein bisschen. Etwas bleibt dran. Und das ist der. Das ist der Brenzeleffekt, sage ich immer, weil die Brenzel ja einen brennt und so. Ne? Und das ist der Effekt, der gibt diesen Kick halt, ne? Den coolen Kick, den Geschmack in dieser Funchosa oder in solchen asiatischen Gerichten. Ja, und dann kann man sich, wie man möchte, klein schnippeln und dann eben in die Funchosa reinlegen. Ja, und schön lecker genießen. Jetzt habe ich euch einen mega, mega starken Tipp verkauft, gerade hier verraten. Ja, und das aber, weil ich es einfach gerne tue. Ich finde immer schade, wenn man die Rezepte oder Tipps nicht so ganz in den Videos weitergibt, weil dann stimmt das Gericht nicht und dann schmeckt das doch anders. Ich bin dafür, dass man es auch weitergeben kann. So bin ich zumindest. Ja, natürlich freue mich, wenn jemand von euch das nachmacht oder nachmachen würde. Schreibt es in den Kommentaren. Hat es euch denn dann auch geschmeckt, so wie uns? Ja, da kann man eigentlich gar nicht falsch machen, ne? Ich nehme immer auch diesen flüssigen Chili, was ich auch gezeigt habe. Ne, Fleisch erstmal anbraten. Fleisch kann man nehmen, egal was für man essen möchte. Natürlich, derjenige, der kein Fleisch isst, muss nicht. Das kann auch ohne Fleisch schmecken. Mega taktisch, sogar besser für mich. Ich esse auch nie so gern Fleisch. Von daher, genau, da kann man auch ohne Fleisch machen. Aber ich habe das mit Fleisch gemacht, klassisch, ne? Fleisch angebraten, dann Gemüsebrühe, etwas was
habe ich denn da rein gemacht? Gemüsebrühe, ganz bisschen, eben weil dieser Bärlauch im eingelegter Paprika salzig ist. Dann diesen ein Chili-Soße drüber, halt richtig schön anbraten. Knusprig, da ist schon der Geruch, da verliebt man sich einfach in Ohnmächtigkeit. Ja, und dann halt eben Möhren und Paprika zusammen mit dem Bärlauch. 3 Minuten, wirklich 3 Minuten stark kochen und dann eben ausmachen, wegstellen, dass das halt nicht so matschig ist. Ne? Und natürlich kann man dorthin auch Brokkoli, Blumenkohl oder sonst was reinmachen. Man kann dort spielen, wie man möchte. Ne? Aber hier ist nur dieser Klassiker. Das schreibe ich euch, wie gesagt, alles nochmal in den Kommentaren. Ich bedanke mich hiermit fürs Zuschauen. Ja, bleibt alle gesund, das ist das Wichtigste. Freue mich natürlich über eure Däumchen nach oben, über die Kommentare. Die Kommentare dürfen nicht fehlen. Und ich weiß, ihr kommentiert immer so fleißig und so süß, so lieb. Ja, bin euch vom Herzen, jeden einzelnen auch von euch von Herzen dankbar, wirklich. Es ist richtig stark von euch. Dankeschön, danke. Ja, und bin im Überlegen, wann ich das Video für euch rausstellen kann. Ich glaube, morgen könnte ich das tun. Ja, heute Montag, Dienstag. Dann kommt das jetzt Dienstag raus. Ich hoffe, du hattest einen schönen Dienstag, einen schönen Start in den Dienstag. Wünsche weiterhin einen schönen Abend, später eine schöne, angenehme Nachtruhe oder schönen Nachmittag, schönen guten Morgen, wann auch immer ihr mein Video oder du mein Video gerade geschaut hast. Ja, alles Gute, viel Glück, viel Erfolg in jedem Tag. Gesundheit das Wichtigste und dann bis morgen, bis zum neuen Video. Xenia, ich versprich dich, denn ich schon. Bis zum neuen Video, eure Xenia. Ciao.